So, hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin zurück mit The Division 2 und dem heutigen Update, nämlich Invasion Tidal Basin. Und ich werde euch die wichtigsten Sachen zum Update sagen und was alles neu dazugekommen ist. Zum einen habt ihr jetzt bei den Mods eine Veränderung. Die wurden jetzt so angepasst, dass sie keinen negativen Effekt mehr haben, was ich richtig cool finde. Denn das hat der Community nicht gefallen und deswegen wurde das jetzt hier angepasst. Und jetzt habt ihr einfach hier ja keine negativen Effekte mehr. Finde ich richtig cool. Und das wird, denke ich mal, der Community sehr gut gefallen. Dann des Weiteren könnt ihr jetzt im Spiel sogenannte Bekleidungsaufträge machen. Wenn ihr zum Beispiel hier hinschaut, wo waren die? Genau, bei Projekten. Touchpad, dann Projekte, genau. Ihr könnt jetzt hier bei Bekleidungsprojekt teilnehmen und da müsst ihr einfach Aktivitäten abschließen in verschiedenen Regionen und dann müsst ihr die verschiedenen Einsätze, die hier sind, abschließen und dann kriegt ihr einen ja, Invasionsbekleidungsschlüssel und könnt dann damit die Boxen öffnen bei Bekleidung. Habt ihr dann hier ein Invasionsbekleidungshelder und ihr seht hier, ihr habt 10 Tage, nee, 19 Tage Zeit, 21 Stunden, um hier diese ja, Teile zu sammeln. Und wenn ihr dann hier drauf geht, seht ihr dann, okay, hier habt ihr dann diese Schlüssel, die ihr bekommen könnt. Und ihr bekommt dann hier zum Beispiel die verschiedenen Outfits, zum Beispiel hier Trusans, Patrouille und so weiter. Die könnt ihr bekommen. Und die könnt ihr, wie gesagt, nur in den Behältern bekommen. Ihr seht jetzt, ich habe schon 1 von 6, 2 von 6 und hier 0 von 4. Und die könnt ihr hier freischalten. Und dafür müsst ihr eben diese Invasionsbegleit, also Bekleidungsbehälter aufmachen und kriegt dann dort diese, ja, Sachen. Und das finde ich richtig cool. Das ist jetzt neu dazugekommen. Und des Weiteren gibt es jetzt auch mit dem neuen Update Weltrang 5. Und auch Tidal Basin, also ihr habt jetzt hier die Möglichkeit, hier eine Nebenmission zu machen und dann schaltet ihr die große Basis von den Black Tusk frei. Und dann, wenn ihr diese große Basis abschließt, dann kommt ihr auch in Weltrang 5. Und jetzt hier habt ihr natürlich dann auch noch die Möglichkeit, euch drei verschiedene Gearsets freizuschalten, also ganz neue Gearsets. Und die heißen aktivierte Direktive, wahrer Patriot und Hardwired. Und die könnt ihr euch eben freischalten, wenn ihr das jetzt weiterspielt. Und dann eben auch zum Beispiel die Basis Tidal Basin macht. Und ihr müsst, um die Basis dann machen zu können, wenn ihr die Nebenmission gemacht habt, Gearscore 425 sein. Und wenn ihr den Stützpunkt erfolgreich befreit habt, dann hat Manny Ortega in der Operationsbasis ein paar wichtige Informationen für euch. Denn dann können die Black Task Einheiten die wöchentlich rotierenden Invasionsmissionen aktivieren. Also ihr habt dann verschiedene Missionen, die von den Black Task also angegriffen werden. Und ihr könnt die dann in allen Schwierigkeitsgraden spielen, bis hin zu heldenhaft. Und es ist auch mit dem Update ein neuer Schwierigkeitsgrad dazu gekommen. Des Weiteren gibt es jetzt zwei neue exotische Waffen, die Pestilenz, ein LMG, und Nemesis, ein Scharfschützengewehr. Die sind jetzt auch dazu gekommen. Dann ist die Fort McNair Karte für den Konfliktmodus dazu gekommen. Und als weiterer Teil, also das ist der erste Teil dessen, was dieses Update alles mit sich bringt, denn am 25. April geht es dann mit dem zweiten Häppchen des Invasionsupdates weiter und da wird dann der Raid kommen, also der erste Raid, Dunkle Stunden wird dann kommen und dann kann man mit 8 Mann den neuen Ronald Reagan International Airport angreifen und dort wird man dann wirklich die volle Gearscore brauchen und auch komplett 8 Leute, die sich wirklich perfekt miteinander absprechen. Und weitere Details zum Raid wird es dann geben, wenn der Tag näher rückt, wo der Raid dann erscheint. Und
Neben dem Raid werden auch die ersten Geheimaufträge und exklusive Inhalte für Jahr 1 Passbesitzer erscheinen, die man dann machen kann. Und ich werde dann auch in der Videobeschreibung einen ersten Trailer verlinken. Und abgeschlossen wird das Update dann, das Invasions-Update dann ein wenig später mit dem dritten Häppchen. Und da wird dann die nächste vierte Spezialisierung kommen. Und die nächste Spezialisierung hat die Minigun, wo man dann verwenden kann. Also ihr habt dann die Möglichkeit mit der Minigun zu spielen als Spezialisierung. Es gibt ja jetzt schon 3 Stück im Spiel. Und es wird dann dort eine vierte dazukommen. Also wir haben jetzt ordentlich was zu tun. Ihr seht hier. Also ihr könnt hier diese Nebenmission machen und dann könnt ihr dadurch Tidal Basin freischalten. Und wenn ihr die schafft, dann wird Weltrang 5 freigeschaltet. Dann könnt ihr euren Gearscore auf 500 machen. Und dann habt ihr wieder ordentlich was zu tun. Wie gesagt, hier den Bekleidungsprojektauftrag könnt ihr auch machen. Da kriegt ihr dann neue Kleidung und Waffentarnungen. Gibt es dann auch neue, die man sich freischalten kann. Ich kann dann nochmal drauf gehen bei Bekleidung auf die Waffentarnungen. Dann könnt ihr nochmal sehen, dass es hier neue gibt. Wenn man hier drauf geht auf Waffenskins, dann seht ihr, hier gibt es welche, die sind nur in Behältern zu bekommen. Ne? Hier zum Beispiel der hier oder das hier. Hier dann die hier noch. Und die gibt es nur in den Behältern. Hier zum Beispiel auch die beiden gibt es nur in den Behältern. Hier ist nochmal eine, die nur in Behältern ist. Hier nochmal eine. Und hier unten nochmal eine. Also die könnt ihr euch wieder durch diese Bekleidungsaufträge freischalten. Und dann, wie gesagt, die anderen Klamotten, die hier von der Invasion sind, die könnt ihr euch noch freischalten. Dazu müsst ihr, wie gesagt, diese Bekleidungs-Invasionsmissionen machen und dann einfach ganz normal die Dinge freischalten. Ja, jetzt habt ihr wieder ordentlich viel zu tun und ja, könnt ihr wieder ordentlich The Division spielen und einiges machen. Und ja, das sind so die wichtigsten Sachen, die im Update sind. Und den Trailer unten in der Videobeschreibung könnt ihr euch anschauen. Ansonsten wünsche ich euch natürlich weiterhin viel Spaß mit dem Update und weitere Videos zum Update werden dann folgen. Das ist nur erstmal so die wichtigsten Infos vom Update und der Rest folgt dann in Videoform beim nächsten Video, wenn ich dann wieder eins hochlade. Ich danke euch bis hierhin fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis bald, euer Monster.